Ah. Ei, ist schon 19 Uhr, ist Ja, aber. nee, ich habe dir geschrieben, sorry, ich habe im Chat geschrieben, dass ich ein bisschen eher reingehe und wir sind jetzt live, by the way. Okay, perfekt. Ja. Ja, dann weiß ich Bescheid erstmal. Ich muss einmal kurz meinem Team Bescheid sagen, gleich Feierabend Nachricht schreiben, aber das dauert nicht lang. Alles gut. Okay, soll ich gleich nochmal anrufen? Nö, du, wir fangen einfach mal an. Das bin dann kurz 3 Minuten und ich muss kurz einen Text einmal schreiben, das geht schnell. Okay. Keine Sorge. Schreibst du den Text jetzt? Mach den jetzt kurz. Ne? Okay, gut. Also, ihr merkt, Erik, ja, Erik, hallo, grüß dich. Ja, du schreibst hier schnell den Text an dein Team. Genau, so ist es. Du hast sicherlich gerade 2 Tonnen Schweinehälften in Hongkong bestellt. Nee, das nicht. Ich führe gerade ein Team an mit 20 Leuten, deswegen sie müssen Irre. Ja, noch da. erzähl nicht so viel darüber, aber das ist ja mal interessant. Also, du arbeitest eigentlich gerade? Ja, also nicht. Digital, ja. Ja, genau. Also ja, ich arbeite normalerweise auch tatsächlich im Büro. Ich will nicht zu viel sagen, wie gesagt, Genau. aber am Wochenende haben wir quasi nur Remote-Betreuung und noch zusätzliche Dienstleister und bin jetzt Okay. quasi die einzige Führungskraft aktuell. Wow. Okay, Props gehen raus. Du bist hier jemand, der den Laden am Laufen hält. Ja, das kann man sagen. So kann man es auf jeden Fall So sagen. kann man sagen, ja, das Rückgrat der Nation, der Gesellschaft. Aber mein Lieber, sag mir doch mal, wenn du ready bist, wann ich hier loslegen kann. Ja, ich wünsche noch einen schönen Feierabend. Das ist nämlich 19 Uhr gleich. Ja. Und das Rückgrat der Gesellschaft bin nicht ich, das würde ich jetzt nicht sagen, so, weil bei mir geht es jetzt nicht um lebenswichtige Dinge. Da würde ich eher dich sehen, tatsächlich. Oh, boah, danke schön. Ja, also das war natürlich irgendwo ein bisschen zynisch gemeint, ja. Also ich sag mal, sämtliche Pflegeberufe und alle anderen, das sind das Rückgrat der Gesellschaft. Aber wir wollen jetzt nicht uns in gesellschaftspolitischen Diskussionen verlieren. Erik, Ich bin soweit. bist du ready? Okay, gut, mein Lieber. Dann möchte ich dich ganz herzlich auf diesem Kanal begrüßen. Dankeschön. Wir hatten ja schon über Instagram Kontakt. Wie lange hast du eigentlich gewartet auf diesen Stream? Also gewartet kann man jetzt nicht sagen, weil ich hatte ja auch selber noch andere Sachen zu tun und ich war jetzt auch nicht so flexibel, sage ich mal, was den Termin betrifft. Aber ich glaube insgesamt, der erste Kontakt war jetzt vor 4 bis 6 Wochen so, Okay, einen also Monat. doch ganz schön lang, ja. Okay, das ist auch mal interessant für mich immer. Das finde ich aber schön, wenn wir vor 4 bis 6 Wochen Kontakt hatten, dass es jetzt trotzdem geklappt hat und nicht im Sand verlaufen ist. Ja, Dito. Ja, super, da freue ich mich. Gut, mein Lieber. Wir haben uns vorher überhaupt nicht abgesprochen. Ich finde das mit dem spontanen Ding immer am besten. Ja. Warum hast du dich bei mir gemeldet? Gute Frage. Die Frage. Ja. Letztendlich finde ich einfach das, was du machst, sehr interessant und ich sag mal, ohne es jetzt zu kalt zu meinen, bist du quasi schon eine Art Ressource, sag ich mal. Du gibst jemandem eine Fläche, sich mal zu spiegeln und sag mal, gibst auch relativ neutral zurück. Natürlich hast du so manchmal auch deine Meinung, aber manchmal braucht man die auch. Und Ja, bleibt nicht aus. ich finde, das ist halt sehr viel wert, einfach grundsätzlich, jetzt erstmal nur für mich. Aber ich finde auch tatsächlich, dass die Arbeit, die du machst, oder ich sage mal, diesen Einblick, den du gibst durch dieses Format, den finde ich sehr interessant. Und das sind Einblicke, die kriegst du halt nicht, wenn du irgendwie irgendwelche Safer-Use-Regeln durchliest oder so. Ne, das ist nicht. Richtig, es ist eigentlich hier das ungefilterte Leben. Genau. Ja, das kann man ruhig sagen. Und ich habe das ja, das wiederhole ich auch immer, also wo ich hier mit YouTube angefangen habe, war mir ja gar nicht bewusst, wo wir eigentlich rauskommen hier. Ja, das ist bei den meisten so, glaube ich. Kann sein, ja. Also dass man wirklich letztendlich eine Plattform bietet, ein Format entwickelt hat, automatisch, wo letztendlich andere ihre Geschichte erzählen und ich einfach meinen Senf dazugebe. Und ja, scheint gut anzukommen. Ja, also ich sag mal so, was mich halt inspiriert hat, oder ich habe mir ja schon viele von dir angeschaut, so ist jetzt nicht. Ich kam übrigens auf deinen Channel auch wegen Opium, ganz Okay. ursprünglich. Oh, interessant, ja. Und habe mir dann diese Drug Talks dann auch mehr so mal angeschaut, ein paar Mal tatsächlich, als ich auf Opium war. Nur so Oh, nebenbei. du hast Opium-Erfahrung? Ja, ein Oh, bisschen. das wird interessant heute. Das ist eine Seltenheit und ich freue mich drauf. Okay, gut. Und dabei, ich fand halt, also es gibt zum Beispiel einen Stream, wo du, sag ich mal, auch, das war eine, wo ihr Mann Opium Ja, abhängig ja, war, ne? ja, Die Scheidung und so weiter. Ich will ja. Ja, es zeigen, wir kennen den alle vielleicht, aber ich finde halt sehr, sehr inspirierend, dass man mit so einem einzigen Stream, der jetzt, sag ich mal, für dich in Anführungsstrichen nur eine Stunde ist, mal grob gesagt, halt ein ganzes Leben verändern kannst. Ich habe für den Stream aber auch Kritik bekommen, ja. Also, Ja. das muss man auch mal sagen. Also, es gab natürlich auch Leute, die sich auf die Seite des Mannes geschlagen haben. Klar.
Ja, Gut. aber du hast schon recht, also mir ist schon sehr bewusst, was passiert eigentlich. Der Punkt ist doch, wenn Leute hier anrufen und wirklich auch eine Story haben oder einen Leidensdruck, den sie seit Jahren mit sich rumtragen, das muss man ja auch mal sagen, und die den dann das erste Mal hier eine Stunde komprimiert aussprechen, kann das eine Menge auslösen. Ja, das hat man gemerkt. Das war, ja, sie hat ihren Mann verlassen, ja, krass. Naja, gut, okay, ich komme jetzt gleich mal in die Vollen. Fangen wir mit Opium an. Wie kommst du zum Opium? Uff, die Frage könnte ich jetzt kurz und ich könnte sie auch lang beantworten. Ich habe letztendlich echt viel durch, auch schon, wie die meisten wahrscheinlich, die sich bei dir melden, das ist jetzt nichts Besonderes. Ich bin ja ursprünglich, komme ich ja vom GBL, beziehungsweise das war, so sage ich mal, mein Kryptonit, wo ich auch weiß, das kann ich nie wieder nehmen im Leben, da halte ich mich auch dran. Und meine Ex, also mittlerweile Ex, tatsächlich in den letzten 4 Wochen, also seit ich die angeschrieben habe, ist auch eine Trennung bei mir passiert. Oh Schon mal mein da. Gott, okay, es wird spannend, ja, oh Gott. Genau, die hat halt leider noch weiterhin hin und wieder mal GBL nehmen wollen, unbedingt. Keine Darf ich Ahnung. dich fragen, aus welchem Bundesland du kommst, oder ist das zu privat? Das ist Berlin. Bist du ab Berlin? Okay, gut, okay. Und wie alt bist du? Ich bin 27. Okay, 27, Berlin, Erik, alles klar, das hilft mir ein bisschen, das einzuordnen. Also Ja. eigentlich, na gut, dann fangen wir so an. GBL war ein Problem. Ja, das ist mein größtes Problem. Dann fang doch da mal Aber an. soll ich da anfangen bei der Geschichte, ja? Genau. Okay, ja, also kann man eigentlich gar nicht, weil du musst ja irgendwie auch verstehen, wie der Weg dahin kommt, weil zum GBL kommt man ja nicht einfach so Dann fang mit locker. dem Weg zum GBL an. Ja, also das ist eigentlich relativ typisch. Nach Berlin, ich habe tatsächlich relativ spät mit Drogen, also mit harten Drogen, in Anführungsstrichen, ich mag diese Unterteilung zwar eigentlich nicht, aber ich habe erst mit 21 das erste Mal, ich sage jetzt einfach mal, chemische Drogen genommen. Wenn man Alkohol rausnimmt, ist eigentlich auch nicht chemische Droge, aber Ja, wir wissen ja, was gemeint ist. Ja, genau. gut, mir ist es selber auch ein bisschen wichtig, weil ich diese Unterteilung eigentlich gar nicht mag. Ja, doch, Aber aber sie macht schon Sinn. Also es ist schon ein Unterschied, ob du den Joint rauchst oder dir Heroin spritzt. genau, absolut. Das auf jeden Fall. Soweit war es noch nicht. Ich habe quasi im 21 das erste Teil genommen, war es damals. Und das war noch alles witzig und lustig und schön und war auch so geplant. Und ich war auch sehr belesen. Generell, das ist, glaube ich, so, zieht sich durch alle meine Geschichten. Ich war immer sehr belesen, habe mich immer alles reingelesen, informiert. Ich kannte alle Regeln, die chemische Zusammensetzung und alles, was dahinter steht. Ich denke mal, ein der wichtigste erste Punkt war dann das zweite Teil, weil ich habe nach dem ersten Teil mir vorgenommen, ich wusste über MDMA-Pausen, ich wusste über Neurotoxizität und ich wusste eine 3 Monate Pause machen mindestens und so weiter. Das war auch der Plan. Der Plan war, ich nehme einen Teil. Der Plan war, 3 Monate nehme ich nichts mehr. Das war die Idee. Und das erste Mal meine Prinzipien verraten habe ich sozusagen nur 2 Tage später, am Sonntag quasi nach meinem ersten Teil, habe ich das zweite Teil genommen. Und das war eine relativ lange Diskussion mit mir selbst. Also ich habe da wirklich auch gestanden und ich habe gegrübelt und ich war im Club da zu dem Zeitpunkt auch wieder und habe wirklich eine Stunde, glaube ich, mit mir selbst gekämpft, sage ich Kenne mal. ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Obwohl, ich muss wieder so kasparisch eingrätschen jetzt, ja. Mach Da, ruhig. ja, obwohl ja die Entscheidung schon längst getroffen ist. Ja, ich sag mal, gab es noch eine sehr stark ausgeprägte Seite, die noch wusste, was eigentlich nur der Plan war. Aber ich erzähle diese Geschichte deshalb gerne, weil als dieses erste Prinzip verraten war, ging es echt schnell. Also dann auch, ich hatte auch noch so diese Idee, niemals was ziehen zu wollen zu dem Zeitpunkt. Das hat, glaube ich, 2 Wochen gedauert dann nochmal, bis das auch Geschichte war. Und spätestens danach war es wirklich vorbei. Also dann habe ich erstmal, ja, ich glaube, Also relativ schnell ist der Damm gebrochen. yep, das wirklich, also so kann man das auf jeden Fall sagen. Und ich habe halt auch zum falschen Zeitpunkt viel Geld bekommen, muss man dazu sagen. Also ich kam dann quasi, habe relativ unvorbereitet dann, ja, nee, keine riesige Summe, aber halt, ich sag mal, mehrere tausend Euro bekommen und habe auch gleichzeitig, sage ich mal, meinen Job verloren, war dann, hatte Also Schulden, du hattest Zeit und Geld. hatte Zeit, ich hatte Geld und ich hatte gerade die Berliner Welt der Drogen und des Technos für mich entdeckt, ich sag's mal so. Ganz schlechte Bedingungen. Ja. Genau, eine toxische Mischung. Ja, und dann ging es natürlich Vollgas da rein in die Da ging Szene. wirklich richtig Vollgas rein. Und was halt ein bisschen schade ist, also gerade das auf Techno feiern gehen und tanzen dazu, das hatte ich eigentlich auch schon vorher gemacht, auch schon lange vor den Drogen, jahrelang, auch immer nüchtern. Aber es war natürlich dann auf jeden Fall passé. Also seitdem ich das erste Mal das auf Drogen erlebt habe, so Techno zu feiern, war es vorbei eigentlich Also mit. da muss ich schon mal sagen, dann bist du halt auch ein Typ, bei dem das halt sehr schnell angedockt hat. Ja, auf jeden Fall. Ja, es gibt ja Leute, die nehmen so eine Pille oder ziehen eine Line Pep und sagen, um Gottes Willen, nie wieder.
Aber ja, das ist vielleicht eine Minderheit. Die meisten empfinden halt dann Techno auf Ecstasy halt schon mega geil und es hat eine ganz andere, ein ganz anderes Bewusstsein mit der Musik und auch mit dem eigenen Körper. Das ist ja auch so der Ja, Punkt. komplett. Und wenn man da ein bisschen Blut leckt, dann ist man mittendrin. Ja, verstehe ich. Ja, also bei mir ist es auch so, dass es alles sehr schnell eskaliert ist. Also es war auch innerhalb von einem Monat oder zwei schon fast Standard, dass ich auf mindestens vier, fünf Sachen unterwegs war und hatte auch alles schon in unterschiedlich farbenen Baggies immer verpackt und ich hatte mich sehr organisiert so und ne, so meine, ich sag mal, meine Routine schon fast sehr schnell entwickelt. Und Also das heißt, du bist ein sehr, also wie ich das gerade so wahrnehme, ein sehr kontrollierter, reflektierter Typ, ja. der dann aber diese Kontrolle und diese Strukturelle eben nicht mehr geschafft hat, als Savor Use umzusetzen, sondern im Bestücken der Kleidung für den Abend. Also ich finde, genau das ist halt die Frage jetzt. Also die Frage ist jetzt für mich immer, was ist Safer Use letztendlich? Weil mein Problem mit Safer Use und diesen Regeln war auch immer, dass die sich immer so gelesen haben, wie wenn ich Mischkonsum betreibe, dann bin ich tot, so nach dem Motto. Jetzt übertrieben. Also steht da immer nur drin, wenn das sollte man nicht tun. So Also sinngemäß. ich würde mal behaupten, 99% der Konsumenten schaffen keinen Safer Use. Genau, exakt. Und das habe ich halt irgendwann verstanden, dass diese Regeln, die da stehen, dass die halt nett gemeint sind, aber halt fernab jeder Realität. Und deswegen habe ich halt irgendwann so meinen eigenen Kompass entwickelt mit der Zeit. Und der hat halt ein bisschen anders funktioniert. Also zum Beispiel war mir immer wichtig, dass ich halt nicht anderen auf den Sack gehe, dass ich halt nicht fertig bin, weil ich nehme Drogen immer nur zum Tanzen letztendlich. Und das ist immer mein oberstes Ziel. Darum geht es mir. Ich möchte den Abend genießen können, wenn ich tanzen kann. Ich möchte nicht verketert irgendwie rumliegen, sage ich mal, oder Das besoffen. heißt, du hast nie allein zu Hause konsumiert. Das am Anfang noch nicht. Das Also kam. wir sind noch am Anfang, die Steigerung kommt noch. Genau. Okay. Das hat sich alles nach und nach entwickelt, aber ich will nur damit klar machen, dass ich jetzt nicht komplett unkontrolliert konsumiert habe. Ich hatte schon so meine Regeln, aber es waren halt meine Regeln. Ne? Die sind jetzt nicht für jeden nachvollziehbar gewesen wahrscheinlich und andere, die mich getroffen haben und, sage ich mal, eher so noch neu waren in der Szene, die hätten wahrscheinlich, sag ich mal, einen Schock bekommen, wenn ich mein Baggy rausgeholt habe mit sieben, acht Substanzen. Aber ich kam halt immer klar, das ist wichtig zu betonen, und ich musste nie aus dem Club geschleppt werden und ich wurde nie im Krankenwagen abgeholt, zumindest nicht vor dem GBL, und wusste halt genau, was ich tun muss, so um 30, 40 Stunden im Club zu bleiben. Ich sag mal so. Also kann man sagen, war das so eine Phase von 2, 3 Jahren, wo du mit Amphetamin experimentiert hast? In erster Linie, ja, dann noch ein bisschen Koks und auch noch Gras zu der Zeit, Ja, aber halt. aber Hauptsache Amphetamin, Techno, das würde ich jetzt so denken. Genau, auf jeden Fall. Und halt aber auch nie Alkohol groß, da war ich nie so ein Typ für. Und jetzt kommen auch schon so langsam die wichtigen Motivationen, weil in erster Linie helfen mir die Drogen oder haben sie mir auch damals geholfen, sage ich mal, abzuschalten, weil ich halt eher, ich bin sozial eigentlich eher ängstlich. Also sowas wie ein Club-Setting ist eigentlich sowas, was mir echt überhaupt nicht liegt. So. Also viele Menschen auf einem Ort, ne, und man sieht die auch alle immer wieder. Man ist quasi wie mit dieser gleichen 1.000 Menschen eingesperrt, wäre jetzt übertrieben. Aber man bewegt sich halt quasi immer in diesem gleichen Umfeld. Und das sind so Settings, die mir eigentlich gar nicht gut tun. Die lösen bei mir Panik aus und ich mag die eigentlich auch nicht so. Und ich bräuchte auch was sehr viel länger normalerweise, um dort abzuschalten, beziehungsweise geschweige denn, um zu tanzen. So, das wäre sowas, was ich eigentlich mich niemals trauen würde. Aber die Und Substanzen haben dich da zu einer anderen Persönlichkeit gemacht. genau, die Substanzen haben jetzt zumindest Haben es dir bewirkt, leichter gemacht? genau, die haben bewirkt, dass ich, sage ich mal, das alles ausblenden kann, dass ich, sage ich mal, das High, die Euphorie der meisten Drogen haben sich quasi darüber gelegt. Es war nicht weg, es war immer noch irgendwie da, aber war quasi immer so mächtig das Gefühl, dass ich das andere ausblenden konnte. Und das ist aber schon das Erste, was jetzt so ein bisschen tückisch wird, weil was dann irgendwann angefangen hat, ist, dass je länger ich dann wach war und je mehr ich genommen hatte, desto mehr hat sich das ein bisschen auch wieder gegen mich gedreht. Also irgendwann haben die Drogen quasi den gegenteiligen Effekt gehabt. Hast Am Anfang Paranoia habe bekommen. ich, genau, und irgendwann habe ich halt Stimmen gehört und dachte, Leute reden über mich so, ne? Und habe mich dann aber umgedreht, dann ist da gar keiner und solche Das Sachen. ist aber der Schlafmangel. Das kommt natürlich dazu, natürlich, aber sag ich mal, das äußert sich ja bei jedem so ein bisschen anders. Aber Wenn das ich sage, kenne ich. Das kenne ich. die meisten sitzen halt dann am Ende, gerade so Montagmorgens, wenn du noch im Club bist, sitzen dann eher so leer in der Gegend rum und gucken halt ins Nichts, sage ich mal. Bei mir war es halt das Gegenteil. Bei mir hat mein Kopf echt massiv gearbeitet, ne, und projiziert, ganz viel projiziert, immer so, was meine größten Ängste sind, ganz viel projiziert in irgendwelche Unterhaltungen. Teilweise habe ich mir ganze Streite eingebildet zwischen meinen Eltern und solche Sachen, also wirklich ganz abgefahrenes Zeug. Und das waren eigentlich auch meistens dann die Amphetamine, also vor allem MDMA macht das bei mir ganz extrem irgendwann, dass ich. Klingt schon ein bisschen so wie ein Vorbote einer drogeninduzierten Psychose. Ja, ich hatte auf jeden Fall auch wirklich massiver, also auch gerade Speed und Schlafmangel und dann vielleicht noch ein bisschen Gras obendrauf. Konnte schon auf jeden Fall, hat auch schon ausgelöst, dass ich den Ort verlassen musste, vollständig, sofort. So. Okay.
Also dann sage ich mal, das sind so die ersten Leidensgeschichten. Jetzt switchen wir schon langsam über, so vom schönen, von der schönen Zeit zu langsam merkt man so, Drogen haben auch eine andere Seite. Und jetzt komme ich auch zum GBL, weil das war dann irgendwann so nach einem Jahr oder zwei wurde mir das dann mal das erste Mal ausgegeben. Und das hat halt tatsächlich, und das muss ich fast mit einem Lächeln im Gesicht gerade sagen, aber es geht nicht anders, das hat dann quasi alle meine Probleme auf einmal gelöst. Also wirklich alle. So. Also es war ein High und es war nicht das Negative wie diese Stimmen da, sondern es war eigentlich der Rausch, nach dem du die ganze Zeit schon gesucht hast. Genau, es war halt hundertprozentig angstlösend und es war halt vor allem auch der Alkohol, der für mich nicht funktioniert hat, weil die meisten trinken ja und sagen so, ich kann alles vergessen, mir geht's super, bla bla, ich fühle mich leicht. Und so ging es mir auf Alkohol halt nie. Ich habe mich immer schwer gefühlt, ich habe Kopfschmerzen bekommen, ich habe das aber nie genießen können. Und Alkohol und GBL wirken ja recht ähnlich, wirken ja auch auf die fast gleichen Rezeptoren, also funktionieren auch relativ ähnlich. Nur dass GBL halt zusätzlich noch dosisabhängig ist. Also ich kann halt bei GBL genau dosieren. Ich kann sagen, 0,8 macht beispielsweise diesen Turn und 1,0 macht diesen Turn. Wir So haben ja weiter. hier legendäre GBL-Streams auch schon gehabt, ja. Also das ist ja, Genau, muss ich also nicht weiter erläutern, denke ich. ja, also es ist ja eigentlich Felgenreiniger, oder? Ja, dafür wird es auch genutzt. Aber ich sage mal, das sind so Argumente, die kenne ich natürlich auch. Und ich kann da auch mal sagen, Alkohol wird auch als Reinigungsmittel benutzt. Ne? Ja, Also ist ja. nee, das ist, war ja keine Front, mein Lieber. Alles gut. Ja. Ich habe diese Diskussion sehr oft geführt, weil GBL ist halt erstaunlicherweise eine sehr verhasste Droge. Also Warum? erstaunlicherweise Warum ist denkst du, ist das so verhasst? es. Bitte? Warum ist das, hat das so ein schlechtes Image, GBL? Genau, das ist auch nochmal interessant, weil jetzt hast du vorhin mich schon mal gut zusammengefasst als Persönlichkeit. Ich bin eigentlich sehr strukturiert, vor allem auch sehr reflektiert und ich habe auch diese Regel gehabt, dass ich anderen Leuten nicht auf den Sack gehen will. Wenn Du man das. machst gern dein eigenes Ding und willst niemanden nerven. Genau, exakt. Und erst recht nicht will ich Leuten zur Last fallen, gerade erst recht nicht Leuten, die eigentlich gerade Spaß haben möchten, so wie ich. Und das bei GBL ist tatsächlich schon eine sehr große Verantwortung, weil das wissen ja auch schon die meisten, GBL machen ja kleine Dosen schon große Unterschiede. Und das heißt, du musst eigentlich immer sehr genau dosieren und du musst eigentlich auch immer einen Timer laufen haben, damit du weißt, wann habe ich das letzte Mal was eingenommen, wann kann ich das nächste Mal. Und du musst halt, sage ich mal, dich an bestimmte Sachen sehr, sehr dringend halten, damit das alles funktioniert. Und das Clubumfeld ist eigentlich nicht so eins, was so einen sehr kontrollierten Konsum hergibt. Deswegen. Eigentlich was für zu Hause. Eigentlich schon. Eigentlich brauchst du Licht, eigentlich brauchst du Dosierspritzen und ein ruhiges Umfeld. Und du darfst eigentlich auch nicht am Arsch sein. Und du musst dir immer sicher sein, was du tust. Und gerade bei GBL kamen dann nochmal sehr viel mehr Regeln dazu, an die ich mich sehr, sehr präzise gehalten habe. Aber das Problem mit GBL, und das beantworte ich deine Frage, ist, dass halt nicht alle so sind wie ich leider. Und viele halt dann eher so, sage ich mal, viel-Hilf-viel-mäßig funktionieren. Und bei GBL ist es halt echt massiv scheiße, weil wenn du GBL überdosierst, dann bist du richtig im Abspacken. Also du liegst wirklich rum und von außen machst du wirklich den furchteinflößendsten Eindruck, den man je gesehen hat. Wirklich, du bist unruhig und du kannst wirklich bis am Zittern. Leute denken, du stirbst, Leute müssen auch bei dir bleiben, um sicherzustellen, dass du auch noch weiter atmest und so weiter. Zu tun, sage ich mal. Und für denjenigen, der überdosiert hat, ist es einfach nur, als würde er kurz pennen. Und dann wacht er auf und alles ist gut. So. Das sind also zwei sehr unterschiedliche Erfahrungen, sage ich mal. Die einen, die außen stehen, die leiden extrem unter deinem Mist, sage ich mal, und du selber wachst, schläfst nur einmal ein, wachst wieder auf. Ja, das Und ist, dir geht's glaube ich, eigentlich. bei einer Überdosis immer so. Ja, kann sein, Ja, weiß ich nicht. also Ich wenn du kann. da, glaube ich, einen goldenen Schuss setzt oder Heroinüberdosis hast, schläfst du ja letztendlich auch ein und kriegst jetzt auch nicht mehr viel mit. Da habe ich jetzt Gott sei Dank keine Erfahrungen Ja. mit. Aber heißt das Aber. ja, du hast auch so Hauspartys gemacht und hast für die Leute so ein bisschen GBL abgemixt oder wie soll ich mir das vorstellen? Nee, also ich habe jetzt, also ich habe für die Leute abgemixt, kann man nicht sagen. Ich habe tatsächlich schon sehr große Überzeugungsfähigkeiten gehabt und ich weiß zum Beispiel bis heute nicht so genau, warum ich das gemacht habe, aber ich habe sehr vielen Leuten ihren ersten Shot ausgegeben. Vielleicht war Und es eine Form von Macht. ja, wahrscheinlich. Also ich wusste auch, dass ich da sehr gut drin bin und ich bin ja auch, sag ich mal, ich arbeite auch jetzt heute noch im Verkauf, wenn man so will. Und habe halt auch gemerkt, dass ich da sehr manipulativ bin und dass ich auch Leute, also dass ich Leute wirklich dazu bringen kann, auf Deutsch gesagt. Und ich weiß nicht warum, aber gerade GBL hat mir so ein Ego-Gefühl gegeben, wo ich das sehr genossen habe, so die Menschen da zu haben, wo ich sie haben will. So. Und das sind dann auch schon so langsam die verqueren Seiten beim GBL, weil wenn du zu den Menschen gehörst, die das so wie ich, sage ich mal, kontrolliert konsumieren, in Anführungsstrichen, dann fickt's dich, darf man das sagen, überhaupt im Hast du Stream? jetzt gesagt? Dann erwischt sich halt eher so hintenrum, sage ich mal. Aber. Und deswegen ist es so verhasst, das sind die wenigsten Leute. Die meisten bei GBL, die kontrollieren es eben nicht so kontrolliert, sondern die gehen halt eher so nach dem Motto: Ach, scheiß auf Dosierspritze, ich mach's so ein bisschen nach Augenmaß. So, ne? Und dann geht das halt schief und dann liegen die halt rum. Und
Und dann müssen die halt aus dem Club geschleppt werden. Und dann heißt es wieder, ja, GBL, wir kennen das, alles böse. Oder das Schlimmste, was du auch machen kannst, ist halt Alkohol und GBL zu konsumieren, zum Mixen, sage ich mal. Das ist so ähnlich bei Keta und Alkohol oder Keta und Heroin oder Heroin und Alkohol, wie auch immer. Das ist eigentlich alles relativ ähnlich. Wenn du Downer und Downer mischt, kann es halt echt massiv schief gehen. Und diese Probleme habe ich halt alle nicht, weil ich Alkohol auch schon per se gar nicht mag. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass jemand halt besoffen ist und dann hast du halt natürlich auch niedrige Hemmschwelle, jemand sagt, hier willst du mal probieren, geht es halt schnell, dass du halt auf deinen Rausch noch GBL drauf nimmst und zack, Krankenwagen und das heißt wieder, ach ja, GBL-Opfer und so weiter. Also GBL hat einen sehr schlechten Ruf einfach insgesamt. Möchte dir jetzt mal kurz einen Kommentar vorlesen aus dem Chat. Gerne. Ehrliche, aber tendenziell merkwürdige Aussagen. Also ich sag's mal so, es schwingt ja, ich warte noch auf den Turn, wo du sagst, ich habe mich irgendwann in der Rolle nicht mehr wohlgefühlt und dann ist alles krachen gegangen. Kommen wir noch dahin? Okay, natürlich, da kann ich auch hin abkürzen. Also das, ja. Danke für das Feedback, gerne. Ja. Ich möchte es auch nicht glorifizieren, ich bin gerade auch schon ein bisschen, ich merke schon auf jeden Fall, ich bin wieder ein bisschen zu sehr dabei. Lass laufen, mein Lieber, alles gut, aber ich gebe dir jetzt einfach mal eine Richtung. Also jetzt wissen wir zumindest mal, was es für mich gemacht hat und es hat, sage ich mal, um jetzt noch eine letzte Anekdote zu erzählen, was auf der Haben-Seite steht. Ich hatte zum Beispiel auch mal ein sehr großes Problem damit, Frauen anzusprechen. Das war so ein Klassiker immer bei mir. So, ich sehe eine hübsche Frau und ich mache halt nichts und der ganze Abend ist vorbei und hast nichts getan. Kennt jeder, glaube ich. Und auf GBL war das auch kein Problem. Ich habe einfach Frauengruppen sogar angesprochen. Fünfer Frauengruppe. Scheißegal. Ich bin einfach hinten so, habe mit denen geredet. Ja, aber genau. Und ich denke, nach diesem Erik wurde man vielleicht doch irgendwo süchtig. Natürlich. Absolut. Ja, natürlich. Das ist, glaube ich, dann echt ein Problem, wenn man nach einer Persönlichkeit in sich süchtig wird, die das Ideal ist, was man, nach dem man ja strebt, aber das leider nur mit Substanzen erreichbar ist. Genau, zumindest dachte man, dass das das Ideal ist, weil da auch ganz viel mitschwingt von, sag ich mal, Programmierungen, die man hat als Mann, sag ich mal. Ego, noch. Sexualität, das schwingt ja alles mit, na klar. Viele Frauen gleich gut oder Frauenhate gleich gut, all diese ganzen, sag ich mal, Glaubenssätze, die waren ja noch sehr tief verankert damals. Also ich müsste sagen, ich glaube, da gibt es gar nicht so einen großen Unterschied zwischen Frauen und Männern, das ist einfach menschliches Ego und ein Begehrtwerden. Das ist bei Frauen genauso. Aber Ego ist ein gutes Stichwort, weil das ist jetzt da, wo GBL für mich den Turn langsam nimmt, weil GBL hat dann auch noch diesen letzten Vorteil, den man vielleicht so sehen kann, aber eigentlich eher ein Nachteil ist, nämlich, dass man eigentlich keinen Kater hat und auch nicht runterkommt davon. Also man zahlt keinen Preis dafür. Denkt man, genau, richtig. Ja, man zahlt erstmal keinen Preis, aber der kommt halt dann. Okay. Und wenn man halt, so wie ich, sag ich mal, zu viel davon bekommt und das, sag ich mal, kurzfristig zu gut kontrollieren kann, dann ist es halt leider eine der wenigen Substanzen, die dich langfristig halt auch wirklich physisch abhängig macht. Und diese Komponente, die kennen viele nicht bei GBL. Also viele wissen, dass man kurzfristig abkacken kann, wenn man es überdosiert. Aber dass man davon genauso wie von Heroin und genauso wie von Alkohol oder Benzos, sind eigentlich so die drei Stoffgruppen, physisch draufkommen kann, das wissen die meisten halt leider nicht. Und ich wusste das zwar, aber es hat mich nicht davon abgehalten, trotzdem es auf die Spitze zu treiben. Und sag mal, nach 9 Monaten des Experimentierens und ich glaube, am Schluss auch 6 Monate fast täglich, war es dann soweit, dass ich halt dann auf einmal nicht mehr schlafen konnte. Das war so der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt passiert irgendwas. Und halt vor allem richtig, richtig nervös wurde, wenn ich kein GBL hatte. Also es gab dann die Phase, wo GBL dein Leben übernommen hat. Genau, die kommt jetzt nämlich. Das ist dann wahrscheinlich die kürzeste Phase meines Lebens. Wie lange ist die her? Jetzt 4 Jahre. Okay, Da ist wirklich alles passiert, was passieren kann. Dann habe ich nämlich dann auch meinen Job verloren, Ex-Freundin, Ex-Ex mittlerweile verloren, zu viel beim Dealer rumgehangen, pleite gewesen, irgendwann fast obdachlos geworden, halt wie es bei Süchtigen eben so ist. Warte mal, du rast da jetzt so durch. Also du warst ja jemand, der sehr kontrolliert war, der reflektiert ist und jetzt hat dich GBL so weggeschmettert, dass du fast auf der Straße gelandet bist. Ja. Beschreib die Situation mal, das interessiert mich. Was ist da passiert? Das war ein längerer Prozess. Also ich sag mal, für mich die mächtigste Erinnerung oder mit einer der mächtigsten Erinnerungen war, wo ich so realisiert habe, dass ich jetzt wirklich physisch drauf bin. Ja. Weil das ein Unterschied ist natürlich immer noch, ob man jetzt psychisch abhängig ist oder physisch drauf, macht einen großen Unterschied. Und bei GBL ist es leider so, dass wenn man physisch drauf ist, dann braucht man seine Dosis auch relativ schnell immer. Ne? Bei Heroin ist es ja so, soweit ich es verstanden habe, kannst du halt deine Dosis nehmen, hast dann erstmal 8 Stunden Ruhe oder was? Naja, komm, oder halt nur 2. Ja, je nachdem, auf wie viel du bist oder wie viel du brauchst, wie auch immer. Aber bei GBL ist das Problem halt, dass du, sag ich mal, schon, also ich persönlich nach 1 Stunde, spätestens 2, schon wirklich immer meine nächste Dosis gebraucht habe. Und anders als beim Heroin, wenn du da auf Entzug kommst beim GBL, war das bei mir ganz extrem, dass ich halt dann wirklich ins Delirium gekommen bin nach und nach. Also ich habe wirklich irgendwann auch gar nicht mehr verstanden,
wer ich bin, was ich mache, sondern war einfach nur noch ein Mensch, der quasi wach ist, aber gleichzeitig nicht und halt durch die Gegend läuft. Habe halt dann angefangen, irgendwelche Schränke auseinanderzubauen, bin durch Wohnungen gelaufen und so und war halt unerträglich, um es auf Deutsch zu sagen. Also ein Wirklich krass. kompletter Kontrollverlust. Komplett. Also ich war auch nicht mehr ich, sondern Ja, ich war ja. wirklich dann auch wirklich ein komplett weggetretener Mensch und auch nicht mehr so wirklich unkontrolliert und untertrieben, sondern wirklich Ein auch Zombie, ein verrückt. GBL-Zombie. Also Zombie ist schon fast so inaktiv, weil ich wurde auf und zu wirklich hyperaktiv. Also ich bin wirklich durch die Wohnung gerannt in Kreisen, habe Fenster auf und zu gemacht und mich ausgezogen, angezogen, ausgezogen, angezogen. Und das Problem ist halt, dass ich auch in diesen Zuständen gar nicht mehr verstanden habe, dass ich gerade GBL brauche. Das ist ja beim Heroin, glaube ich, noch anders oder bei anderen Drogen Ja. versteht man so ein bisschen, okay, ich Was brauche hast du jetzt. denn gedacht, was mit dir los ist? Du denkst da eigentlich gar nichts mehr, wirklich. Also wenn du im Delirium bist, denkst du überhaupt nichts mehr. Du bist wirklich nur noch, ich weiß nicht, das ist echt schwer zu beschreiben. Das sind auch, Ferngesteuert. das kann man vielleicht noch am ehesten sagen. Ja, du bist eigentlich von nichts gesteuert, weil du hast auch kein Ziel und nichts. Wirklich, du bist einfach nur so, also Du das, bist ein Nervenbündel. ja, das klingt auch noch fast zu sehr bei Sinnen, ehrlich gesagt, weil den Entzug erlebt auch jeder anders, muss man dazu sagen. Gerade bei GBL ist das auch ganz unterschiedlich, Aber je nach warte mal, mein Person. Lieber. Entzug heißt, du hattest nichts mehr oder du wolltest bewusst jetzt mit GBL aufhören? Also, gute Frage. Auf Entzug kam ich eigentlich immer aus unterschiedlichen Gründen. Normalerweise war es immer so, dass mein Magen es nicht mehr halten konnte, weil du musstest ja, du trinkst es ja Ja. normalerweise. Und irgendwann hast du halt, sag ich mal, irgendwann ist dein Magen halt übersäuert. So. Und, ich habe auch nicht viel gegessen in der Zeit, logischerweise. Und irgendwann habe ich es halt immer ausgekotzt. Ich konnte machen, was ich will, aber mein Magen hat es immer wieder ausgekotzt. Und weil ich es halt immer nicht behalten konnte und dann die Dosis nicht mehr gewirkt hat, kam ich so eben nach auf Entzug. Und das ging dann irgendwann so lange, bis ich nicht mehr verstanden habe, wer ich bin oder was ich mache oder dass ich gerade GBL brauche. Also tatsächlich hatte ich ganz häufig sogar GBL neben mir stehen oder zu Hause und war trotzdem auf Entzug, weil ich es halt nicht mehr verstanden habe, weil ich halt ein Delirium war schon zu dem Zeitpunkt. Ist doch brutal, Alter. Das ist ja echt eine Das ist Ansage. absolut brutal. Das war auch die Zeit, wo ich, sage ich mal, Dauerpatient in Notaufnahmen war, weil ich Aber war zu diesem Zeitpunkt. kurze Frage mal zum sozialen Umfeld. Hattest du da keine Freunde, die da irgendwie mal die Notbremse gezogen haben, die gesagt haben, Buddy, du musst in die Klinik, oder warst du komplett isoliert bei dir zu Hause und bist da die Wände hochgegangen? Also ich habe zu der Zeit dann schon bei meiner Oma wieder gewohnt, weil ich meine Wohnung verloren hatte. Und mein Kumpel, mit dem ich in der WG gewohnt hatte, der hat mich schon rausgeschmissen gehabt zu dem Zeitpunkt. Also noch nicht, als es so schlimm war, aber schon kurz vorher, weil der gemerkt hat, dass es in keine gute Richtung Wen läuft. hattest du verloren? Deine, sag nochmal. Es war ein Kumpel noch aus älteren Ja, Zeiten, ja, ja. den kannte ich sogar noch vor den Drogen, sage ich mal. Und Und alle warum Leute, hast du bei der Oma gewohnt und nicht bei deinen Eltern? weil die wohnen nicht in Berlin, die wohnen Ah, ganz woanders. okay. Aber die, okay. Ja. Und die Oma hat das gar nicht mitgekriegt, oder? Erstmal nicht, also ich habe das auch immer, sage ich mal, wie die meisten Konsumenten gut verstecken können, aber Ja. natürlich, spätestens als das mit diesen Entzügen angefangen Ja. hat, hat die es natürlich auch irgendwann gerafft und irgendwann hat die mich auch nicht mehr ertragen können. Und ich sage mal, so ein Symbol, was in meinem Kopf sehr viel hängen geblieben ist, ist, sie hatte eigentlich immer die Türen offen. Ne? Sie ist ein sehr einladender Mensch, total herzensgut, hat jeden gern zu Gast, aber irgendwann war ich ihr so zu viel, dass sie sogar bei mir die Türen zugemacht hat, immer so, mich immer quasi nicht mehr sehen wollte, mich fernhaben wollte Ist aber und dramatisch, mein Lieber. komplett traumatisch. Und wenn du dann noch im Entzug bist, und ich sag mal, das habe ich sogar auf Entzug noch verstanden, dass sie gerade die Tür zumacht. So, das habe ich zum Beispiel noch gecheckt. So. Und das, sage ich mal, hat dann natürlich auch oft dazu geführt, dass sie sich irgendwann auch nicht mehr zu helfen wusste, wenn ich halt da so auf Entzug rumrenne seit 4, 5 Stunden und halt die ganze Zeit irgendwelche Sachen auseinanderbaue. Und Also die auseinanderbauen, das ist so ein, kommt jetzt zum zweiten Mal, das macht man dann. Dann fängt man an, Schränke auseinanderzubauen. Also Mann kann man halt nie sagen, weil ich habe auch so, sage ich mal, von Erfahrungsberichten anderer Leute gehört, dass meine Entzüge sehr extrem waren. Also bei Ja. mir war das schon mit am extremsten. Delirium ist ja sonst eigentlich so die letzte Eskalationsstufe eines Entzugs. Bei mir war es mit die erste schon direkt. Also bei mir ist es eigentlich immer sofort passiert. Und delirant zu sein heißt wirklich, Wachtraum heißt das ja im Prinzip wörtlich übersetzt. Also du bist quasi zwar wach physisch, aber dein Kopf ist eigentlich wie Aber weg in einem du bist Traum. ja wie eine Ohnmacht, aber du bist trotzdem da. Ja, also zumindest physisch bist du da, psychisch bist du Okay, auf keinen und Fall das da. mit bei deiner Oma ging dann auch voll vom Baum, die hat dich dann auch rausgeschmissen. Die hat mich jetzt nicht direkt rausgeschmissen, aber Du ich habe bist halt gegangen. irgendwann, genau, ich bin immer gegangen, habe halt gemerkt, das macht keinen Sinn. Und jetzt kommen wir tatsächlich da, lustiger Bogen, bis hin zu meiner jetzigen, nun Ex-Freundin, Okay. weil die war nämlich der einzige Mensch, der mich immer noch aufgenommen hat, egal wie am Arsch ich war, sage ich mal. Ah, du warst mit der damals noch zusammen. Ich war mit der zusammen, Ja, was genau. hat denn die dazu gesagt, wie du drauf warst? Die war natürlich auch, bei unserem ersten Date, muss man dazu sagen,
habe ich die Nacht über kotzend bei ihrem Klo gehangen, weil ich auf Entzug gekommen bin, bin röchelnd aufgewacht Wie und die. romantisch. Okay, schön. Genau, richtig. Also die kannte die ganze Situation Okay. von vornherein, muss man Ah, sagen. hatte die vielleicht so ein Helfer-Ding? Genau, Die richtig. wollte Das ist halt dich Sache. retten. Jetzt musst du dir halt vorstellen, wenn du jemanden kennenlernst und der das bei seinem ersten Date halt schon am Konsumieren und muss nehmen, sonst ist er auch am Kotzen und so weiter, dann würde ja ein gesunder Mensch jetzt eigentlich sagen, okay, schöne Nacht mit dir gewesen und so, aber löst vielleicht erstmal deine Probleme und dann reden wir über den Rest. Diese Entscheidung hat sie aber so nie getroffen, sondern sie hat mich immer noch aufgenommen, eingeladen. Also sie hat auch ganz extrem, sag ich mal, ungesunde Entscheidungen auf ihrer Seite getroffen. Jetzt nichts gegen sie, muss man echt dazu sagen, aber das kann halt kein gutes Fundament sein für eine Beziehung, logischerweise. Ich würde gerne mal, Lajoa fragt, was war der erste Trigger, der ihn zum GBL gebracht hat? Aus welchem Gefühl heraus dachte er, es ist jetzt Zeit dafür? Das war einfach tatsächlich im Club, war ich da mit Leuten auf dem Klo, die ich halt auch schon länger kannte. Und ich hatte halt eh schon alles Mögliche durchprobiert und dachte, ich habe mir nichts dabei gedacht. Ne? Also keine Ahnung, die hatten es halt da und ich habe es halt gesehen, das war neu für mich. Und ich habe die halt gefragt, ob ich eine Dosis haben kann. Ja, So, ja. also wie man halt was ausprobiert. Nicht alleine, sondern schon Genau. mit. Weil ich Ja. finde, die Frage ist schon, also das, die Frage, aus der Frage heraus sehe ich schon, dass es eine Nicht-Konsument und Nicht-Konsument entscheidet, weil dieses Rationale, es ist jetzt Zeit für diese Substanz, das gibt es ja nicht. Es passiert einfach und man langt zu. Ja, also Ne? es gab bei mir noch allerhöchsten Sachen, wo ich quasi wirklich einen roten Strich gemacht habe, wo ich gesagt habe, das nehme ich auf gar keinen Fall, unter gar keinen Umständen. Und das waren immer Heroin, Crack und Meth für mich so, die drei. Da auch zwei von den dreien habe ich mich bis heute dran gehalten. Aber Meth hast du auch gezogen schon. Meth, Ja. ja, das habe Okay. ich tatsächlich als einziges von meinen tödlichen drei, sage ich immer Ja, dazu, ja. habe ich als einziges gebrochen. Kommen wir Aber später dazu. ja, das war sogar in derselben Zeit alles noch, Okay. weil dann gab es halt natürlich Situationen, wo ich halt dann sehr müde war von diesem ganzen GBL, weil ich musste das ja die ganze Zeit nehmen, aber trotzdem halt leisten musste oder irgendwas abliefern musste, Termine hatte, wie auch immer. Also du warst Und immer dann, noch berufstätig nebenher? ja, stellenweise ja, durchaus, die ersten 3 Monate noch. Okay, krass. Also Und es hatte ist ja massiv anstrengend. komplett, also war auch tatsächlich, ging auch vielleicht am Anfang sogar wieder fast zu gut rum. Also hat mir falsche Signale gegeben und ich habe auch dieses Bewerbungsgespräch für diesen Job habe ich auf GBL gemacht, weil ich vom Feiern am Vorabend komplett verkatert war. Und GBL hat tatsächlich immer sehr geholfen, also in Anführungsstrichen, großen Anführungsstrichen, geholfen, wenn man verkatert war. Und bin da wirklich auch rein und habe das noch an demselben Tag geholt, die Unterschrift. Und das waren halt auch so komplett die falschen Signale eigentlich, muss man sagen, so für mich. Und ich habe halt dann so gedacht, oh super, das Leben funktioniert ja, passt ja alles für mich, keine Ahnung. Man redet sich das halt auch schnell schön, natürlich, in der Zeit. Zurück zur Oma. Ja. Wie ging Dann es bei der weiter? Oma, genau, da natürlich kamen dann häufiger auch dann mal die Notaufnahmen und da muss ich auch dazu sagen, Notaufnahme war für mich immer so ein Szenario, wo ich wirklich abgrundtief Angst vor hatte. Weil die meisten in Notaufnahmen erstens GBL nicht kennen. Ich muss denen immer erstmal erklären, was das ist. Und dann muss ich das immer erklären als Liquid Ecstasy. Und das stimmt eigentlich nicht mal so wirklich, weil es hat mit Ecstasy an sich nichts zu tun, chemisch. Und das Zweite ist, dass es halt eben, wie gesagt, diesen sehr schlechten Ruf hat. Also gehen die meisten davon aus, dass du, wenn du mit GBL eingeliefert wirst, als eins von diesen typischen Opfern bist, die überdosiert Wie haben. oft warst du in der Notaufnahme? Auch bestimmt 12 Mal, keine Ahnung. Wer hat dich da immer hingebracht? Und wer hat in den Krankenwagen gerufen? Meistens entweder meine Ex oder meine Oma, je nachdem, wo ich halt gerade war. Deine Oma lief durchs Haus oder ist zu dir ins Zimmer gekommen und du lagst da total zerstört in der Ecke und da hat sie dann Krankenwagen gerufen. Genau, die hat dann schon ein paar Mal gesagt, sie will den Krankenwagen rufen und ich habe sie halt immer davon abgehalten wollen oder habe es irgendwie noch geschafft, irgendwie in meinem Zustand sie davon abzuhalten, weil ich halt wirklich ernsthaft abgrundtief Angst davor hatte. Und da wirklich sehr Angst davor hatte, dass das passiert. Aber Aber woher natürlich. kam deine Oma drauf, einen Krankenwagen zu rufen, weil die schon gesehen hat, du bist komplett durch? Ja, weil die auch nicht mehr zu helfen wusste, das ist ja logisch. Ich meine, ich Ja. renne da seit 5 Stunden durch die Wohnung und bin nicht ruhig zu stellen. Nachbarn Ah, kommen schon ach runter, so, es war, zu also laut. es war gar nicht so, dass du irgendwie mit einem Weiß in den Augen in der Ecke lagst, sondern dass du komplett im Zimmer ausgerastet bist. Ja, komplett. Ich bin nicht ausgerastet, jetzt nicht wütend, also nie wütend oder aggressiv. Das sind eh so Sachen, die nicht in meinem Charakter sind, Ja. aber halt irgendwie immer sehr rastlos. Wirklich komplett unruhig einfach grundsätzlich. Einfach wirklich immer in ein Zimmer gerannt, Fenster auf, in ein anderes Zimmer gerannt, Fenster wieder zu, angezogen, ausgezogen. Wasser angemacht, Wasser ausgemacht, Kühlschrank auf, Kühlschrank zu, wirklich so 5 Stunden lang. Immer irgendwas so. Also, ja, Wahnsinn. Also, du hast dich angezogen, dann nackig ausgezogen, wieder angezogen, oder?
Zum Beispiel, ich habe einfach irgendwas gemacht. Ich kann das halt auch nicht so richtig reproduzieren. Also mein Ja. Kopf denkt ja nicht. Der Ja. macht einfach irgendwas. Das waren So, keine Ahnung. Zwangshandlungen. Ja, so kann man das schon Ja, sagen. ja, ja. Irre. Und so ein Delirium zu beschreiben ist sowieso extrem schwierig. Das kann man eigentlich kaum wirklich. Aber es ist halt sehr oft passiert natürlich. Und natürlich jeder, der dann quasi dir nah ist zu dem Zeitpunkt, der weiß ja dann auch nicht mehr zu helfen. So. Und es ist logisch, dass die irgendwann Krankenwagen rufen. Ich meine, ich würde es ja auch nicht anders machen, ganz ehrlich. Was soll ich machen? Irgendwann kann ich dir als Privatperson ja auch nicht mehr helfen. So. Und dann war es halt so, dass die mich dann immer abgeholt haben. Und dann habe ich versucht, das denen im Delirium noch irgendwie einigermaßen zu erklären, was gerade los ist. Ging natürlich meistens nicht. Und vor allem hattest du schon schnell den Stempel wieder von einem dieser typischen Überdosierten. So von wegen, ne? Überdosiert, Naja, Klassiker. wo sie ja nicht ganz Genau. Unrecht haben. Ja, doch, haben sie schon, weil Ja. das bei Tatsache war, dass ich nie überdosiert war in der Notaufnahme, sondern immer auf Entzug. Also eigentlich das Gegenteil. Ich war nicht überdosiert, Naja, sondern ich gut, hatte. die Frage ist über. Also, ich sag mal, letztendlich hattest du einen psychischen Schaden durch massiven GBL-Missbrauch. Klar, aber ich sag mal, das, was mir kurzfristig geholfen hat, und deswegen kommt man in die Notaufnahme, weil man dir erstmal helfen möchte, kurzfristig, wäre ja immer GBL gewesen oder halt Benzodiazepine, eins von beiden. Was haben die mit dir gemacht in der Notaufnahme? Die haben mich einfach liegen lassen. Und deswegen hatte ich auch immer so Angst davor. Ich lag dann wirklich 3, 4 Stunden auf Entzug, einfach nur im Krankenhaus rum. So. Nachts irgendwie, früh um 4. Völlig egal wann. Die haben Ja. sich einen Scheiß um mich gekümmert. Ich war halt ein Drogenopfer, ich hatte auch keine Papiere mehr zu dem Zeitpunkt, gar nichts so. Keine Krankenkassenkarte. Ich war wirklich, sage ich mal, der letzte Dreck für die. Also haben sie mir jetzt nie so gesagt, aber das Gefühl hat man auf jeden Fall erhalten. Und deswegen war Notaufnahme für mich wirklich ein Angstszenario, weil ich wusste, da hilft man mir nicht. Und ich musste dann irgendwann immer versuchen, früher oder später habe ich halt irgendwie so ein bisschen gecheckt, wie man da vorgeht. Weil wenn du natürlich nach Benzos fragst, dann geben sie dir nie welche. Logisch. So. Das heißt, irgendwann musste ich halt rausfinden, wie ich irgendwie dann Leute dazu überzeugen kann, dass sie mir irgendwie Benzos geben, weil das auch auf die gleiche Stoffgruppe, also auf die gleichen Rezeptoren wirkt. Das heißt, kurzfristig schaffen Benzos erstmal wieder Ruhe bei mir dann. Und irgendwann haben sie mir nach mehreren Stunden, wo ich dann hechelnd und röchelnd und ne, unruhig da rumlag, dann irgendwann tatsächlich meistens Benzos gegeben, sodass ich dann quasi auf dem Benzo-Trip, sage ich jetzt einfach mal, geschafft habe, wieder mich zu beruhigen, nach Hause zu fahren. Und dann konnte ich GBL wieder einnehmen und dann war ich wieder im normalen Rhythmus drin. So. Im normalen Rhythmus. Normaler Rhythmus heißt 24-7-Konsum. Oh Mann, Buddy, was ist da mit dir passiert? Da muss man ja sagen, also dort, wo du vor ein paar Jahren warst, das ist ja eine absolute Meisterleistung, dass du jetzt mit mir sprichst, so in einem eigentlich komplett neuen Leben. Ja, das sehe ich auch so. Dann komm doch jetzt mal, also ich muss dir ehrlich sagen, also ich würde heute eigentlich gerne nur beim GBL bleiben, weil das ist schon an sich ein kompletter Stream. Ja. Und das klingt schon nach mehr Streams hier. Bist ja auch ein sehr kommunikativer Typ, muss man ja sagen, bist halt Verkäufer. Ja. Ja. Weil, also Opium interessiert mich auf jeden Fall auch, aber das machen wir beim nächsten Mal. Ja, Ja. klar, also, da gibt es auch nicht so viel zu sagen zu, aber. Na gut, aber jetzt machen wir erstmal GBL weiter. Also wann kam, wie hast du es geschafft aufzuhören? Wie war der Absprung? Dann, sage ich mal, nach diesen Phasen gab es dann die erste Entgiftung, wirklich ganz klassisch. Und Was das heißt können, Entgiftung? Stationär. genau, stationär, das können auch nicht so viele Wer hat Krankenhäuser. das für dich beantragt? Naja, beantragt, sage ich mal, ich hatte irgendwann das Glück, nach mehreren Notaufnahmen wurde ich mal irgendwann in die Anführungsstriche richtige eingeliefert, wo die sich damit auskannten, tatsächlich mal zur Abwechslung. Das heißt, die kannten das, die wussten auch genau, was ich brauche. Die haben mir dann sogar auch GBL gegeben dort, also die haben das verstanden, was los ist. Und haben dann mir eine Adresse gegeben und ein Datum und gesagt, ich soll dann mich da vorstellig machen, mich anmelden. Und dann habe ich die gefragt, was ich bis dahin machen soll. Und dann meinen die zu mir halt weiter konsumieren. Also wirklich. Ausschleichen letztendlich. Ja, das ist dann, was dann im Stationär passiert. Genau, Aber das okay. kannst du als Privatperson ohne Beobachtung eigentlich gar nicht bewerkstelligen, würde ich Okay, behaupten. ja, Schaffst du okay. eigentlich gar nicht. Und deswegen haben die mir dann ein Datum gegeben und eine Adresse. Und da soll ich dann vorsprechen. Und bis dahin haben sie mir auch klar gesagt, soll ich weiter konsumieren. So, und das ist halt nochmal für mich wichtig klarzumachen, um zu verstehen, wie kritisch es ist, bei GBL auf Entzug zu kommen. Das ist wirklich ein ganz extremes Szenario, was man eigentlich kaum so richtig verständlich machen kann für Naja, jemanden. man muss auch sagen, es ist wie ein Alkoholentzug, den kannst du auch nicht einfach so machen. Auch Das stimmt. lebensgefährlich. Ja, komplett. Auf Ja. jeden Fall. Ich hatte auch bei meinen Entzügen immer Glück, dass jemand dabei war. Das war auch immer Zufall, dass meine Ex dabei war oder meine Oma. Dass immer jemand in der Nähe war, war wirklich Glück, weil wenn das passiert wäre, wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ja alles passieren können. Ich hätte auch auf die Straße rennen können, vom Auto überfahren werden, keine Ahnung was. Ich hatte mich ja nicht mehr im Griff. So, ich hätte ja sonst was tun können, aus dem Fenster springen, keine Ahnung. Hätte alles passieren können, so. Irre. Deswegen hatte ich auch wirklich Glück, dass es immer so war. Und deswegen habe ich das auch ernst genommen, als man mir gesagt hat, so, geh mal in die Entgiftung. Meine Ex-Ex damals war das dann, die das gesagt hat. Und ich habe auch verstanden, dass es so nicht weitergeht. Ich sag mal, du kannst ja auch
nicht mehr normal schlafen. Du musst ja, Ja, du hast wenn du. kein Leben mehr. Ja, das sowieso, also auf der fachlichen Ebene oder auf der beruflichen Karriereebene sowieso schon alles vorbei. Aber schlafen, also sowas wie schlafen, ist zum Beispiel auch was viele nicht verstehen, diesen Aspekt, ist, dass du nicht mehr normal schlafen kannst, sondern um schlafen zu können, musst du dich quasi gezielt überdosieren, dann mit dem GBL, um dann von dem GBL wegzuknicken. Ne? Und Sonst dann. liegst du halt wie auf einem Opiatentzug im Bett und machst Fenster auf und zu und baust Schränke auseinander. Genau, richtig, exakt. So, das kann halt natürlich im anderen Fall passieren, oder du kannst halt einfach nicht schlafen. Das ist halt dann vielleicht noch das mildeste Szenario. Aber natürlich musst du ja schlafen, wenn du zumindest, wenn du noch arbeiten willst nebenbei, das war ich am Anfang noch, dann musst du ja schlafen, logischerweise. Am nächsten Tag kannst du ja nicht jeden Tag durchmachen. Du, ich kenne das, ich kenne das. Also es ist so, man rutscht dann auch ganz schnell in so ein polytoxisches Konsummuster rein. Genau, da habe ich dann auch Ne? wie alles Mögliche aufgenommen, um schlafen zu können. Und dann mit Benzos auch mehr und mehr tatsächlich nach und nach. Ich sag mal, Schlaf auf GBL-Sucht sieht so aus, dass du dich halt rausschießt, sag ich mal. Und wenn das funktioniert, dann pennst du 4 Stunden und wachst dann wieder auf mit Herzrasen, Entzugserscheinungen und so weiter, musst halt wieder nachlegen. Und dann machst du das vielleicht noch ein paar Mal und kommst dann so an deine, wenn es gut läuft, 6 Stunden richtig schlechten Schlaf. Allerhöchstens so. Und dann mach das mal 3 Monate so Dann bist und du ein Zombie. Ja. genau, irgendwann hörst du natürlich auch Stimmen so. Und irgendwann war es wirklich Feierabend. Also gerade dieser Schlafentzug war irgendwann so massiv, dass ich halt irgendwann auch gecheckt habe, so geht es jetzt einfach auch nicht mehr. Es funktioniert einfach nicht mehr. So. Also irgendwie, ne? Melvin fragt, ab wann fangen diese Deliriumzustände an, nach welcher Konsumzeit? Also das passiert wirklich erst dann, wenn du physisch abhängig bist. Und das passiert, das muss man schon herausfordern, sage ich ganz ehrlich, das passiert nicht einfach so. Also ich habe, glaube ich, das bestimmt 9 Monate lang täglich genommen, bis es soweit war, dass ich physisch abhängig wurde. Und ab diesem Zeitpunkt physische Abhängigkeit, da hat es bei mir so meistens ab 3, 4 Stunden wurde es kritisch. Also wenn ich 4 Stunden meine letzte Dosis nicht hatte, dann bin ich nach und nach ins Delirium Also nach abgerutscht. 9 Monaten täglichen Konsum hast du da irgendeine Mauer durchbrochen. Da war der Schalter umgelegt, dass es dann wirklich, Genau. dass du zur Sklave der Substanz wurdest. Und das merkst du dann auch. Also wirklich, das merkst du auch. Ich habe auch mal so mich gefragt davor. Ich wusste, dass das passieren kann. Ich wusste nie, wie man das merkt. Ich habe mich auch Das ist gefragt, ein ob man das schleichender merkt. Prozess. Genau, aber das merkst du. Auf jeden Fall. Bei mir war es dann nämlich so, dass ich nach 3 Tagen feiern gehen auf einmal nicht mehr einschlafen konnte. Und das war sehr untypisch, weil normalerweise nach 3 Tagen feiern pennst du halt weg. So. Bist Also es halt war auch durch, ja. bei mir so. Und ich lag halt wirklich im Bett und konnte ums Verrecken nicht schlafen. So. War auch komplett rastlos. Und meine Ex hat schon gesagt, so hier, nimm noch ein bisschen GBL, vielleicht hilft es. Und ich wollte es sogar gezielt nicht nehmen, weil ich mir so dachte, das wäre jetzt vielleicht genau der falsche Schritt, wieder was zu nehmen und einzuschlafen. Und letztendlich war es dann so, nach einer Stunde Panik oder so, hab ich dann doch das GBL genommen. 5 Minuten hat es gedauert. Ich habe mich sofort beruhigt gefühlt und bin eingeschlafen wie ein Baby, sage ich mal so. Und das war halt dann so der Startpunkt, wo ich es dann gebraucht habe, wirklich zum Schlafen. Aber um die Frage zu beantworten, ganz kurz: Also diese Deliriumzustände, die passieren wirklich erst dann, wenn du physisch abhängig davon bist. Davor passiert das eigentlich nur dann, wenn du überdosierst. Und das wiederum passiert nur, wenn du dumm bist, auf Deutsch gesagt. Oder wenn du es nicht richtig drauf hast, das zu dosieren. Ja. Wo waren wir denn vorher eigentlich? Ne, wir waren jetzt eigentlich schon in der stationären Aufnahme, wo es Genau. der Weg aus dem GBL, könnte man es mal Genau, da hatte beschreiben. ich das Glück, wie gesagt, mit meinem Krankenhaus anzukommen, das ich auskenne. Und dann, ich kürze es mal ein bisschen ab an der Stelle, weil da gab es noch so ein bisschen hin und her. Ich hatte keinen Ausweis und musste dann nochmal mich vorstellig machen und so weiter. Irgendwann war ich dann aber tatsächlich dort eingeliefert, war aber nicht auf dem normalen Weg, sondern wieder über die Notaufnahme, weil es nur wieder irgendwelche Komplikationen gab und ich dann mich nicht vorstellig machen konnte. Jedenfalls bin ich dann aber nahtlos aus der Notaufnahme, dann sogar Intensivstation. Ah, die haben dich wirklich mal ernst genommen dort. Genau, richtig. Die haben mich dann auch auf die ITS geschickt, weil ich dann aus dem Delirium auch bei denen ankam. Und das war wirklich ein ganz, meiner schlimmsten Zustand überhaupt. Da habe ich auch das Krankenhauspersonal teilweise nicht angeschrien, also nicht sie direkt, sondern ich habe halt einfach geschrien so. Und nicht gegen sie, sondern halt einfach, weil ich halt irgendwas in meinem Kopf Im wieder. Wahn. Warst voll im Wahn. Im Wahn, genau. Wahn ist tatsächlich ein gutes Wort. Das trifft das Delirium mit am besten. Also wirklich wahnhaft, wirklich verrückt so. Und dann haben die mich Durchgeknallt. in die ETS eingeliefert und da musste ich dann 3, 4 Tage da bleiben. Und danach aus der Intensivfall halt tatsächlich direkt hoch in die Entzugsstation, wo sie halt dann auch entgiftet haben. Und das läuft dann so, dass sie dich auf Somsanit setzen. Somsanit ist quasi dann das medizinische Pendant zum GBL, aber eigentlich GHB, also Also so ein GHB. Das Substitut so ein bisschen. ist eigentlich ist es rein, pharmazeutisch reines GHB, Ja, wenn man das. ja, ja. Und dann finden sie halt erstmal raus, auf was du so bist für eine Menge. So, das war der erste Schritt. Und dann stellen sie sich darauf ein. Und dann wirst du halt. Also man muss ja sagen, Entschuldigung, das ist ja eine ganz spezielle Geschichte. Das ist eben keine klassische Suchtgeschichte, keine klassische Suchtklinik. Das muss ja schon eine Spezialklinik sein, die sich auch überhaupt mit GBL auskennt.
mit dieser Suchtform. Da hast du Glück gehabt. Ja und nein, weil ich musste erst 12 Notaufnahmen durchlaufen. Ja, aber manche durchlaufen vielleicht hundert und finden nie die richtige Klinik. Das stimmt. Also das ist ein sehr spezielles Problem und deswegen wollte ich übrigens auch hier mich unbedingt mal teilen, weil Ja. dieses Problem sehr unpopulär ist. Und ich frage mich halt ein bisschen, was macht jetzt jemand, der zum Beispiel irgendwo auf dem Land ist, nicht in Berlin gerade, Ja. und dem das passiert, weil der ist wirklich, wirklich, der hat wirklich ein Problem. Da frage ich mich wirklich, was der macht so. Weil wenn ein Krankenhaus sich damit nicht auskennt, und ich habe wirklich massig Krankenhäuser kennengelernt, die sich damit nicht auskennen, dann behandeln sie dich entweder gar nicht oder wirklich auch falsch. Also wirklich komplett falsch. Und das ist halt wirklich ein, sag ich mal, was auch meiner Ansicht nach journalistisch oder von den Medien her ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bräuchte. Ich habe auch dazu mit einer Zeitung einmal gesprochen, Okay. denen das ein bisschen erklärt. Ich habe auch ein Interview gegeben dazu einmal und habe das halt auch nochmal als Problem auch wirklich dargestellt, weil viele dieses Problem auch gar nicht Ja, verstehen. das ist aber in demselben Korridor wie diese ganzen Research Chemicals, weißt Ja. du? Da, also ich finde immer, wenn wir hatten ja schon einige Research Chemical Streams hier auf dem Kanal und ich finde GBL ist in demselben Korridor. Ja, also Leute, die Research Chemicals nehmen, kennen auch alle fast GBL. Das stimmt. Ja, und das Ja. ist, da gebe ich dir völlig recht, das ist ein Thema, was komplett unterm Radar läuft, was viele, also ich würde auch mal sagen, auch Suchtexperten und Fachkräfte überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Ja, vielleicht ist das Thema auch nicht groß genug, weiß ich halt nicht, keine Ahnung. Also ich habe es halt probiert wirklich, ich habe auch deswegen mich auch Also dann der. GBL kenne ich ja noch aus meiner Zeit, die ist 25 Jahre her. Das gab es bei uns, das hieß halt damals bei uns Liquid Ecstasy. Genau, deswegen sage ich mal, ist Und es die vielleicht Leute hatten das in so einer Plastiktüte mit, immer. in der Plastiktüte, das sollte Ja. eigentlich das Plastik auflösen, wenn es richtiges GBL ist, Ja, keine normalerweise. Ahnung, was, vielleicht war es besonderes Plastik, aber das war halt noch alles noch Punkrock damals, weißt Ja, also es gibt bestimmte Plastiksorten, die es nicht du? auflösen, aber normales PET oder PPPE wird es auf jeden Fall auflösen. Ist Hm. ja auch jetzt, sage ich mal, erstmal nicht so wichtig. Ich finde es auch ein bisschen schade, weil ich habe dann mit dieser Zeitung tatsächlich gesprochen und die haben daraus tatsächlich wieder mal so eine typische drogenabhängige Geschichte gemacht, ne? Scheiße, Leider. ja, die haben wieder mal, die haben wir das Dogma drüber gehangen und haben total wertend geschrieben, oder? Komplett. Und vor allem der erste Satz dieser Geschichte war: Der Protagonist dieser Geschichte ist verschwunden. Und das stimmte halt nicht mal, weil ich habe den sogar noch mal extra geschrieben und den noch mal erklärt, hier, ich habe, ne, hab's rausgeschafft, mir geht's jetzt gut und so weiter und so fort. Darauf hat dann keiner mehr reagiert. Die Geschichte, die sie schreiben wollten, war Vorsicht, GBL, ne, Panikmache, und genau, das haben sie umgesetzt. Mal wieder, wie immer so. Wieder mal geframed. Ja, und Ja. deswegen ist mir halt auch wichtig, also war mir auch wichtig, ich weiß nicht, wie groß das Publikum hier ist, aber deswegen ist mir wichtig, das ja auch mal zu teilen, um halt darauf vielleicht mal ein bisschen Du, aufmerksam zu das machen. Publikum wächst hier langsam und heute sind wirklich eine Menge Leute. Also wir haben über 50 Zuschauer. Das ist für den Kanal sehr gut. Stark, auf jeden Also da hast du einen guten Zeitpunkt abgepasst. Und Fall. die Leute sind auch gut dabei. Also es kommen ja viele Fragen auch rein. Also ich kann auch mal noch eine vorlesen. Wie denkst du darüber, wenn Menschen dich aufgrund deines Drogenkonsums verurteilen? Ach, das lässt mich eigentlich kalt, so. Weil letztendlich haben alle irgendein Problem. Das ist auch, glaube ich, keine neue These. Das sagst du, glaube ich, auch häufiger mal. Und ob es jetzt dein Handy ist oder, keine Ahnung, Arbeit oder Sport oder was auch immer, irgendeine Form des Lasters tragen wir alle mit uns rum, und bei Drogen haben vielleicht sogar noch diesen, sag mal, in Anführungsstrichen Vorteil, dass dein Problem recht offensichtlich ist, ne? Also wenn du Drogen nimmst, dann sagen die Ist ein meisten, oder guter wenn Punkt, ist ein guter Punkt. so, Ja. und da musst du nicht groß diskutieren, dass Leute sagen, du hast ein Problem. Aber sag ich mal deinen Social Media Konsum in Frage zu stellen oder solche Sachen, auf die Idee kommen die meisten ja gar nicht erst Also so. ich finde es, wenn mich jemand fragt, wie ich meine überwundene Sucht beurteile, kann ich nur sagen, es war eine ganz intime, private Geschichte, die eigentlich nur gegen mich gerichtet war. Ja. Ja, und aus dem Grund kann mich eigentlich gar niemand verurteilen, weil ich habe mich ja selbst zerstört, ich habe mich selber in Frage gestellt. Hätte ich auf Suchtdruck eine Oma umgehauen und hätte der die Tasche geklaut, dann wären wir in so einem Korridor von Verurteilung, aber das habe ich halt nie gemacht. Ja. Natürlich muss man sich fragen, was steht da in deiner Persönlichkeit, in deiner Psyche, dass du da so die Kontrolle verloren hast? Ist das in der Klar. Therapie rausgekommen?
Aber genau, diese Frage, die beantworte ich mir nicht, indem mich jemand anders verurteilt. Ja, Ne? Was soll ich da sind wir machen? schon lange weg. Also ich finde, Genau. wir sind jetzt Ach wieder so, aber wir zurück. sind wieder weiter, okay. Genau, genau, genau. Ja, also natürlich, also das wäre jetzt, sage ich mal, vorgegriffen, wenn ich jetzt direkt zur Therapie komme. Ich bleibe mal kurz bei der Entgiftung. Pass auf, ich würde dir sagen, ich muss dir sagen, wir sind schon eigentlich bei einer Stunde, also wir haben noch 10 Minuten, dann runde heute mal das GBL-Thema ab, mach mal Ja. Entgiftung und dann schauen wir mal, wie wir dann Okay. weitermachen. Let's go. Also, dann versuche ich das mal. Also dann sind wir jetzt bei der ersten Entgiftung, weil es gab nämlich in Summe zwei oder eigentlich Okay, drei. uiuiui. So bei der ersten Entgiftung, die habe ich dann auch tatsächlich durchgezogen. Generell habe ich jede Entgiftung tatsächlich durchgezogen. Ich bin nie abgehauen aus dem Krankenhaus, sondern wenn ich dann mal da war, habe ich es auch wirklich gemacht. Da abdosiert war jetzt tatsächlich keine so wunderschöne Erfahrung, muss man sagen, aber es war tatsächlich okay. Also wenn sich Leute damit auskennen und wissen, was sie machen und dich wirklich gut einstellen und dann wirst du jeden Tag dann 1 Milliliter quasi eben abdosiert Und nach. ich denke, auch wenn das Leute sind, die sich auskennen, dann gehen die auch mit dir ganz anders um. Komplett. Und vor allem, sage ich mal, wissen die auch so ein bisschen, was du brauchst und wie man dir helfen kann und so weiter. Und das hat also gut funktioniert, muss ich sagen. Also gerade dieses Abdosieren unter medizinischer Aufsicht stationär kann ich wirklich nur empfehlen, in Anführungsstrichen. Machen halt nicht so viele Kliniken, aber das ist der beste Weg meiner Ansicht nach. Ja, Da ich war ich finde, noch. alles andere ist so ein halb gewagter Weg. Also es gibt nur Hop oder Top. Genau, richtig. Da ist man nach 3 Wochen raus. Das muss man dazu sagen, es gibt bei GBL noch diesen anderen Weg zu entziehen, nämlich die Hardcore-Methode, nenne ich sie immer. Weil du kannst tatsächlich die gleichen Rezeptoren auch mit Alkohol und Benzos in Kombination bearbeiten, sage ich Naja, mal. ob das Gelbe vom Ei ist, weiß ich es nicht. Nee, natürlich nicht. Das ist dann quasi komplett unbeaufsichtigt privat. Kaufst dir halt viel Alkohol, kaufst dir ein paar Nee, Benzos. eine Und komplette Suchtverlagerung. ja, das passiert nämlich dann. Das ist nämlich noch wichtig, weil ich habe das halt dann häufiger so gemacht. Ich bin natürlich dann nach der ersten Entgiftung nicht clean geblieben erstmal, sondern habe mir noch eingebildet, wie sich halt die meisten so einbilden. Ne? Kennt jeder, glaube ich. Ich kann das noch kontrollieren und bla. Und habe halt dann natürlich ein paar dieser Hardcore-Entzüge noch gemacht, also wirklich mit Alkohol und Benzos 3, 4 Tage und Pam eingesperrt und dann einfach so kalt wirklich entzogen komplett. Und das ist halt natürlich wirklich komplett Hardcore, weil das auch komplett Filmrisse und weiß auch gar nicht, was passiert ist teilweise. Manche haben erzählt, null erinnern bis heute. Wahnsinn. Und das hat aber dazu geführt, um das jetzt abzukürzen, sie haben nicht mehr so viel Zeit, wenn du es natürlich zu häufig machst und ständig Benzos missbrauchst, um halt diese Entzüge durchzuziehen, wirst du natürlich auch irgendwann benzoabhängig. Ist ja Natürlich, logisch. nach 2 Wochen würde ich fast schon sagen. Und das ist mir dann auch passiert, das heißt, in der Hochzeit oder meiner schlimmsten Zeit, die wir auch vorhin schon erwähnt haben, vor 4 Jahren, war ich dann am Ende tatsächlich gleichzeitig GBL und Benzo-abhängig zu der Zeit. Habe also wirklich im 2-Stunden-Takt mein GBL gebraucht und im 4-Stunden-Takt mein Diazepam gebraucht Wo und habe mich. hast du das hergekriegt, das jetzt haben? Ach, das kam so auf Schwarzmarkt, kriegst du das. Ich habe irgendwann sogar so einen Typen gehabt, der mir Privatrezepte drucken konnte und dann habe ich die einfach für den Apothekenpreis gekauft. Wahnsinn, Wahnsinn. Und Ja. was ging denn eigentlich so für Geld für das GBL im Monat drauf? Das war tatsächlich leider damals auch gar nicht so. Also, es war natürlich in Summe schon viel, weil ich viel gebraucht habe, aber an sich ist es billige Droge, muss man sagen. Gerade mit Speed kombiniert. Aber egal, also ich sag mal, damals haben 50 Milliliter, also 1 Milliliter hat quasi 50 Cent gekostet, wenn man so will. Das ist auch ein großes Problem, dass die Droge eigentlich relativ günstig ist. Sehr großes Problem. Ist mittlerweile nicht mehr so. Damals war es halt so, sehr günstig und halt leicht zu bekommen, zumindest in Berlin relativ leicht. Du konntest es damals ja sogar noch im Internet bestellen, einfach so. Das ist ja nicht mal illegal gewesen damals. So. Unter Felgenreiniger. Ja, das war dann so von BASF, ist ja quasi so eine Vorläufersubstanz gewesen, die man halt braucht, unter anderem für Felgenreiniger, aber auch zum Beispiel für Graffiti-Entfernung. Die Genau. nutzen das auch. Und dann kannst du, deswegen kannst du es als normales chemischen Stoff, kannst du es tatsächlich einfach bestellen. Damals konntest du es von BASF einfach bestellen und mittlerweile geht das nicht mehr. Mittlerweile haben sie ein bisschen gecheckt. Aber es war halt leicht erhältlich, es war billig. Und all das hat natürlich dazu geführt, dass es jetzt nicht, also Geld war nie so die Komponente. Und ich bin ja, wie gesagt, auch, sag ich mal, Verkäufer auch von Natur aus ein bisschen. Und ich habe mir irgendwie immer zu helfen gewusst. Und ich musste auch nie klauen dafür. Also bin jetzt nie kriminell geworden, tatsächlich, um es mir überschaffen zu können. So, das ist so eine Grenze, die ich nie überschritten habe. Aber wow, GBL und benzoabhängig, das ist dann der Höhepunkt gewesen. Das war der Höhepunkt. Und um das irgendwie zu bewerkstelligen, bin ich dann tatsächlich aus Berlin rausgezogen. Und ich muss jetzt nochmal versuchen, zum Ende zu kommen. Bin dann zu einer anderen Familienangehörigen von mir, die wohnt nämlich dann bei Berlin. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail Ja, gehen. ist richtig so. Und die hat das dann quasi, die kannte die Situation auch zu der Zeit. Das war so meine Bezugsperson in der Kindheit. Und hat das dann quasi bei sich zu Hause mich machen lassen. Und das heißt, wir haben dann erst bei ihr zu Hause, habe Also ich so dann. Kinder vom Bahnhof Zoo-Style. Ja, weiß ich gar nicht. Ja, kann Ja, sein. da gibt es auch so kalte Heroinenzüge in der Wohnung drin, also das sind auch eindrucksvolle Szenen aus dem Originalfilm, meine ich, aus den 70ern. Ja, den habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ja, Muss musst du ich mal vielleicht. machen.
Ja, kann ich heute Abend vielleicht machen. Let's go, ja, genau. Dann habe ich das da halt einfach, also sie hat mich das quasi unter Beaufsichtigung von ihr, sie hat das dann kontrolliert, sie hat quasi die Benzos dann verwaltet für mich sozusagen, alles dann unter Absprache mit einem befreundeten Chefarzt, den die hatten Wow, und okay. wurde da quasi aufgefangen, wenn man so will, und habe bei ihr zu Hause erst von dem GBL entzogen, an 3 oder 4 Tagen insgesamt mit dem Diazepam und Alkohol, also kalt, wenn man so will. Und dann danach ins Krankenhaus für meine letzte Entgiftung von Benzos dann. Und das war dann 9 Wochen tatsächlich in Summe. Und 50 Milligramm Diazepam musste ich quasi loswerden, nach und nach. Oh, das ist eine Ansage. Ja. Und das war auf jeden Fall auch, also dieser Entzug von den Benzos, das war dann, sage ich mal, die Schelle, die es gebraucht hat. Seitdem. Und ich würde eigentlich das heute gern damit beenden, weil wir Ja. könnten den nächsten Stream eigentlich mit diesem Benzo-Entzug anfangen. Der war bestimmt ordentlich. Das passt perfekt. Also passt auch, sage ich mal, thematisch ganz gut, Ja, weil ja. das ist nämlich jetzt auch das Ende vom GBL, Ja. weil die 9 Wochen auf Station vom Benzo-Entzug, die waren dann ausreichend, um mich zum Nachdenken zu bringen, sag's mal so. Also starten wir den zweiten Stream dann mit einem Knall mit dem Benzo-Entzug stationär. Yep. Und ab da wird es auch alles ein bisschen schöner, sag ich Ja, aber ich denke, da mal. kommt noch einiges. Auf jeden Fall, das Opium interessiert mich auch. Aber das frage ich dich auch jetzt privat nicht, wenn wir jetzt gleich den Stream zumachen. Das Ja, heben wir uns bitte auf. klar. Mein Lieber, komm, ein paar Worte. Wie fandst du es heute? Ja, wunderschön. Ich fand schön, dass du mich tatsächlich relativ viel hast sprechen lassen. Du bist gar nicht so oft kasparistisch da Ja, reingegrätscht, bis du so genannt kann, hast. so bin ich halt auch manchmal, ja. Und ich habe diese Geschichte auch lange nicht mehr erzählt. Also ich habe diese Geschichte natürlich oft erzählt, aber jetzt lange nicht mehr, weil sie jetzt auch schon in den Hintergrund gerückt ist. Und ich hoffe, dass auf jeden Fall jemand daraus irgendwas für sich schließen kann, was auch immer sein mag. Also Message ist, lass die Finger vom GBL. Das möchte ich so tatsächlich nie sagen, ne? Dann Weil sag's bitte, wie du sagen möchtest. hört einfach auf euch selbst und vor allem bescheißt euch nicht selbst, weil ich wusste eigentlich schon recht früh, in welche Richtung das geht. Und gerade wenn ihr irgendwas sehr mögt oder zu sehr mögt, dann lasst es vielleicht dann doch sein. Vielleicht muss ich das doch so pauschal sagen. Oder ich sag's mal ganz allgemein: alles, was man täglich macht, ist es wert, in Frage gestellt zu werden. Und diese, Regelmäßigkeiten sind gefährlich. genau, und diese Lektion, die hätte ich auf jeden Fall auch anders lernen können. Okay, damit können wir es, würde ich gern so stehen lassen. Ja, Ja. dann bleibst du noch kurz in der Leitung, mein Lieber. Mach ich. Ich mache den Stream dazu. Meine Lieben, vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich heute hier wart. Das war ein intensiver, mega interessanter Stream und der liebe Erik wird wiederkommen, richtig? Jo, auf jeden Fall. Danke euch auch und vor allem passt auf euch auf. Genau, das ist eigentlich mein Spruch. Also Sorry. bleibt, wir sehen uns höchstwahrscheinlich morgen wieder. Alles gut, mein Lieber. Ich weiß noch nicht genau, wann morgen was passiert, aber ich denke, morgen passiert was. Entweder um 11 oder um 19 Uhr, ihr wisst Bescheid. Bis dahin, bleibt sauber und passt auf euch auf.